Ja, herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, beim 12. Mann der Fan-Talk. Ich bin der Jan. Und ja, wir wollen mal ganz kurz Revue passieren lassen, was heute alles passiert ist. Zweite Runde DFB-Pokal. Hannover 96 gegen unsere Fortuna. Wir spielten auswärts in Hannover und an sich gar nicht mal so schlecht in dieser laufenden Saison. Ja, Hannover 14., Fortuna 9. in der zweiten Liga. Zwei Zweitligisten, die aufeinandertreffen. Und da hat man so einige Brisanz im Spiel erwartet. Fortuna begann auch relativ gut, hat aber auch schnell nachgelassen, sodass es dann in der 30. Minute zum Führungstreffer für die Hannoveraner kam. Diesen Vorsprung retteten sie in die Halbzeitpause. Ja, in der zweiten Halbzeit hatte es Düsseldorf dann doch geschafft, das Spiel ein bisschen mehr zu dominieren, aber leider bis auf einen Pfosten. Schuss kam nichts Zielbares dabei raus. Und dann, ja, brach unsere Mannschaft ein in der 93. und in der 96. Doppelpack von Hannover und schon auf einmal 3 zu 0. Und ich konnte mich gar nicht mehr richtig zurückhalten. Ich war völlig am Boden zerstört. Ich denke mal, es ging vielen von uns so. Also von daher, Leute, was ist denn da los? Habt ihr nicht den richtigen Mumm, irgendwie für diesen Pokal zu fighten? Woran lag es? Sagt es uns bitte. Wir sind eure Fans. Wir supporten euch. Aber wenn ihr so eine Leistung abliefert, dann sind wir natürlich auch echt angepisst. Also beim nächsten Mal läuft es hoffentlich besser gegen Rostock am Sonntag. Wir sehen uns auf bald. Euer Jan. Bleibt dem Fußball gewogen.